Bereits zum 10. Mal ging im Studio 44 die Gala des Literaturpreis Alpha von Casinos Austria und den Büchereien Wien über die Bühne. Wie jedes Jahr ein beliebter Treffpunkt der Literaturszene und eine gute Gelegenheit, mit Gleichgesinnten zu plaudern. Also es ist nicht mein erster Wettbewerb oder erste Literaturpreisverleihung, aber es ist sicher der erste in dem Ausmaß, in dem Rahmen und wo das so einen spektakulären Rahmen auch bekommt. Ja. Ich bin froh, heute Abend meine Verlegerin kennenzulernen, die ich bisher nur vom Telefon kenne. Und insofern möchte ich mir einen schönen Abend mit Freunden und Bekannten machen. Von dem Preis erwarte ich mir ansonsten, dass mein Roman mehr Aufmerksamkeit bekommt. Ich habe gar keine so großen Erwartungen für den heutigen Abend. Ich bin tatsächlich ein bisschen nervös, weil ich es mir gar nicht so groß vorgestellt hätte. Und die ganzen Kameras machen mich auch ein bisschen nervös tatsächlich. Das bin ich nicht so sehr gewohnt. Und ich freue mich auf die Vorträge meiner Mitstreiter tatsächlich, weil die Jury hier mal ein bisschen abseits der normalen Preise ausgewählt hat, weil ganz oft trifft man ja immer die üblichen Verdächtigen. Und hier kann ich jetzt endlich mal wieder neue Autoren kennenlernen und darauf freue ich mich schon. Die Vorjury, die besteht aus 4 Personen. Das sind meine Wenigkeit, der Rudolf Kraus, Claudia Bitter und Christiane Ahl. Das ist der Leiter der Hauptbücherei Wien. Unsere Aufgabe besteht daraus, dass wir alle Bücher, die bis Ende März bei uns eingelangen, das heißt die von den Verlagen eingereicht werden, unter uns aufteilen. Das sind im Schnitt immer so 50 Stück. Und wenn dieser Prozess dann durchlaufen ist, dann einigen wir uns auf die Shortlist. Das ist dann immer Ende Juni, Anfang Juli. Also können Sie sich vorstellen, also von Ende März bis Ende Juni 50 Bücher lesen, ist ein ganz guter Auftrag und auch wirklich die Qualität zu beurteilen, ist eine spannende, zeitaufreibende, aber auch wirklich schöne Aufgabe. Ja, die Qualität hat sich gesteigert, muss ich sagen. Am Anfang waren noch öfters auch so Eigenverlagsproduktionen, die eingereicht worden sind. Und im Laufe der Jahre hat sich die Qualität enorm gesteigert. Die Bücher sind immer besser geworden, die wir gelesen haben. Was auch auffällig war, dass in den letzten Jahren mehr Debüts dabei waren. Ich freue mich sehr, Sie heute Abend hier alle begrüßen zu dürfen zu dieser Jubiläumsgala, denn es ist tatsächlich die 10. Literaturpreis Alpha Gala, die heute Abend stattfindet. 9 Jahre lang aufregende neue literarische Stimmen, jede für sich immer anders interessant, immer wieder überraschend. Und ich persönlich möchte an dieser Stelle sagen, dass ich mich sehr freue, dass ich von der ersten Stunde an immer dabei sein durfte, Sie durch diesen Abend zu führen und auch heute Abend es wieder tun darf. 10 Jahre Literaturpreis Alpha. Moderatorin Clarissa Stadler sprach anlässlich dieses Jubiläums auf der Bühne mit 3 der bisherigen Gewinner über deren Erfahrungen mit dem Preis. Natürlich, es hat auf verschiedensten Ebenen was verändert oder was bewirkt. Man kann ja ohne Geld nicht existieren. Es macht natürlich die Entscheidung leichter, wenn man 10.000 Euro, da kommt man schon ein bisschen, kommt man schon, also zumindest ich mit einem erwachsenen Sohn, ich brauche dann nicht mehr so viel, weil der sorgt für sich selber. Das ist halt Zeit, die man gewinnt und Aufmerksamkeit, die man bekommt. Und das ist immer wichtig. Wenn ich jetzt heute Abend hier bin, erinnere ich mich noch total an das Gefühl von letztem Jahr, diese Aufregung. Und man weiß ja bis zuletzt nicht, ob man gewinnt. Und nachher dieses wunderbare Gefühl, man ist so getragen. Dann all die Gratulationen, die dann in den Tagen so eintrudeln, das war wirklich unglaublich. Der Alpha hat für mich ein ganz wunderbares Jahr eingeläutet. Das war der erste Preis, den mein Roman bekommen hat. Und es sind jetzt noch einige andere gekommen. Und der Alpha bleibt immer der Erste, der dieses schöne Jahr auch eingeleitet hat. Das ist natürlich die Möglichkeit, nicht lohnarbeitend irgendwo in einer Arbeitsstelle zu sitzen, sondern zu Hause schreibend. Und ich habe auch seither ein Buch publizieren können. Und ich spüre es, ich habe ein sehr billiges Leben. Ich habe irgendwie investiert in lange gereiften Bergkäse und Mietkosten. Ich spüre es immer noch. Es folgten die Lesungen der heurigen Finalistinnen. Den Anfang machte Malte Boersdorf mit seinem Debütroman Flutgebiet. Karl zog die Regenjacke aus. Sie war nass und schwer. Es schien ihm, als könne er so einen Teil der Nässe, die ihm bis auf die Haut ging, ablegen. Angela Lehner mit ihrem Romanerstling Vater Unser. Dann taucht Dr. Korb endlich auf.
Er sagt irgendetwas, aber ich höre nicht hin. Martin Peichel mit seinem Debüt »Wie man Dinge repariert«. Ein Priester, den ich nicht kenne, eine Biografie, wie erfunden, Bauarbeiterhände, ich denke Baggerfahrerhände, die meine Hand schütteln, ungewöhnlich viele Menschen beim Begräbnis. Anschließend gab der junge Pianist Maximilian Kromer auf der Bühne des Studio 44 eine Probe seines Könnens. Er wurde 2018 mit dem Casinos Austria Rising Star ausgezeichnet. Und dann war es soweit. Den Literaturpreis Alpha 2019 gewinnt Angela Lehner für Vater Unser. Ich bin noch völlig perplex, weil ich überhaupt nicht damit gerechnet habe. Einerseits, weil ich gerade bei den Leseproben auch gemerkt habe, wie großartig die anderen beiden Bücher sind von Martin Peichel und Malte Borsdorf. Also die muss ich mir auf jeden Fall noch ergaunern. Und andererseits Hochachtung an die Jury, dass sie eben da nicht gesagt haben, okay, jetzt noch 10 Jahre muss Amon gewinnen, weil ich glaube, viele würden dann auch sagen, okay, jetzt müssen wir mal Geschlechterverhältnis abwechseln, und dass sie trotzdem gesagt haben, okay, na, wir nehmen jetzt trotzdem das Buch. Ja, es ist ein total kluges Buch. Es ist ein Buch, dem man den Umstand, dass es ein Debüt ist, überhaupt nicht ansieht. Es ist ein sowohl sprachlich als auch formal, als auch so in seinen narrativen Zügen sehr souveränes Buch. Das ist hervorzuheben. Und es ist ein Buch, das es schafft, das, was in der Literatur nicht selbstverständlich ist, nämlich den Spagat zwischen all den Dingen hinzukriegen, die in der Literatur wichtig sind. Vor allem zwischen Humor und Ernst. Das ist ein Buch, das in der Grundgeschichte in Wahrheit total ernst ist, aber man muss nicht ständig, aber immer wieder sehr lachen. Am meisten berührt hat mich, was aus dem Alpha geworden ist. Also wie das Konzept für den Alpha, ich habe heute nachgeschaut, im Juli 2009 geschrieben habe, ist es aus heutiger Sicht eigentlich vermessen gewesen, praktisch einen Preis zu konzipieren und zu glauben, man startet von null und es wird ein super Preis. Aber genau das ist eigentlich eingetreten, mit einer gewissen Anlaufzeit, bis sowohl Autoren, Autorinnen, Verlage gewusst haben und auch die Medien, wofür steht der Alpha eigentlich, hat sich das wirklich prächtig entwickelt. Die Bilanz ist eigentlich eine, auf die man wirklich stolz sein kann, denke ich. Weil wenn man sich ansieht, die Entscheidungen der Jurys, was ja für die Jury spricht, für die Vorjury wie die Hauptjury, mit Josef Haslinger und dann mit Paulus Hofgatterer, der es 6 Jahre jetzt schon gemacht hat, wenn man sich anschaut den Weg, den dann die Literatinnen genommen haben unter der Thomas Stangl, dann sieht man schon, dass die Entscheidungen immer richtig waren. Wir haben da Bachmann Publikumspreisträgerinnen drunter, Preisträgerinnen, deren Stücke dann an Theatern aufgeführt wurden, die internationale Lesungen haben, die mit den Nachfolgebüchern vor allem auch dann realisiert haben, vor allem weitere Preise, also fast keine Preisträgerinnen, Preisträger, die nicht weitere Preise gewonnen hätten, zeigt das schon, dass das Sinn gemacht hat. Und je mehr für Literatur getan werden kann, wo ja doch sozusagen nicht jetzt das große Schlaglicht der Kunst- und Kulturpolitik drauf liegt, desto besser ist es für dieses Land. Literatur ist etwas ganz, ganz Essentielles. Ich habe es immer wieder gesagt, ich wiederhole mich, für mich auch ganz, ganz essentiell für eine lebendige, entwickelte Demokratie. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe noch gar keine genauen Vorstellungen oder Hoffnungen, weil ich habe so wenig damit gerechnet, dass primär gerade meine Sorge ist, wie ich diese Statue durch das Handgepäck morgen am Flughafen bringe und ob das als Waffe gilt.